Das üben wir noch mal. Diese Durchsage richtet sich an die Gruppe und an den Dienstleister von der Firma Eckhoff-Kochstedt. Achtung, eine Durchsage. Diese Durchsage richtet sich an die Personengruppe für den Kreisverkehr und der Firma Eckhoff-Kochstedt. Wir fordern Sie auf, die Fläche freizugeben und sich in den Versammlungsraum zu begeben. Dieser Versammlungsraum befindet sich hinter dem Gitter in Richtung Firma Eckhoff und Koch. Wenn Sie die Fahrbahn nicht freigeben, gegen Friedrich der Firma und den Versammlungsraum zu begeben, werden Sie von der Polizei erschossen. Es kommt keine weitere Durchsage. Internationale Solidarität. Oh, internationale Solidarität. Einer an! Oh, Mann, guck nicht gegen den Boden, Junge! Leute, ich hab nicht gerade auf meinen Arm, es tut weh! Oh, die internationale Solidarität. Der Polizeiführer hat das entschieden. Ich habe gefragt, wieso ich einen Platzverweis kriege, aber ich habe bisher keine Antwort gekriegt. Ja doch, weil der Polizeiführer so entschieden hat. Irgendwas sagt, dann ist es, hat es doch, muss ich sagen, Rechts, also, soll ich da die Rechtsgrundlage genau, haben. Dann frage ich nach der, und da frage ich jetzt. Dann rufen Sie die 110 an und sagen Sie, warum mit dem Polizei. Die internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Klasse! 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 Die internationale Solidarität! Wir sehen, da drüben kommen immer mehr Leute. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Ist nicht scheiße! Ja! Heckler und Koch! Ja, das ist doch viel besser. Also wir sind zu weit. Ja. Wann hier auch vor dieser Abschluss? Wenn man geht, macht man. Ob das Hartholz ist. Das machen sie aus der Entfernung. Das machen die aus der Entfernung. Ziemlich starke Nummer auf jeden Fall. Aber wer macht die Zusammenfassung?
Ich habe die Taschenmesser dabei, wenn es um die Länge geht. Über 2 Meter. Welche davon sind über 2 Meter? Sie müssen die Länge und die Breite ändern. Das sind so die ganzen Tage. Die Kurzen, da das sind ganz normale. Da steht nichts von Hartholz. Also wir erfahren jetzt immer mehr über diese Schikane mit den Fahnen. Anscheinend werden jetzt hier einfach neue Auflagen hinzugedichtet, um uns von unseren Harthölzern fernzuhalten, die aber laut Auflagenbescheid nicht mal verboten sind. Hallo, hey. Hallo. Hallo. Habt ihr Bock, bitte mit Kranzkrieg zu halten? Das? Oh nee. Kuschelholz. Das sieht ja heute jetzt gerade aus. Jetzt geht's mal wieder los. Diesmal sind es anscheinend die Requisiten, die gebraucht werden fürs Tribunal. Wir bitten doch endlich mal aufhören mit dieser elenden Schikane. 2 Meter. Das ist Hey, Clown, komm! Den Kopf in unsere Beine! Und dafür einfach was nehmen.